3,50 Euro, aber wie gut ist dieser Schwamm wirklich? Ich habe mir den gekauft, weil ich seit neuestem bake und mit dem Pinsel war das ein bisschen eine Schweinerei. Der Puder ist so rumgeflogen und ja, es heißt der Puder. Bin ich die Einzige, für die das sich so falsch anhört? Egal, ich sag trotzdem das Puder. Das Puder bleibt mit diesem Schwamm, wo es bleiben soll. Ich bin so verliebt, es macht alles so viel einfacher. Man kann präzise und sauber damit arbeiten und für 3,50 Euro würde ich mir das jederzeit wiederholen. Okay, Game Changer. Real Talk, du musst das haben.